Wir sprechen heute über Skincare. Ich habe euch 5 Produkte mitgebracht, die ich zum Teil schon vielleicht vorgestellt habe. Es hat sich ein bisschen was hier auf dem Kanal verändert. Was genau, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Hier geht es unter anderem auch um Skincare und das wird es auch weiterhin tun. Früher habe ich einzelne Produkte vorgestellt, jetzt werden die so ein bisschen zusammengepackt, weil so die Vergangenheit hat so ein bisschen gezeigt, ihr seid mehr daran interessiert an der Vielfalt und wie man es anwendet, also wie es performt und vor allem, wie ist die Meinung am Anfang und wie ist sie nach längerer Zeit. Und am wichtigsten ist euch, wie wendet man das Produkt in welche Reihenfolge an? Also diese Fragen bekomme ich immer wieder. Was muss ich zuerst anwenden? Und ich nehme euch da in eine Routine mit, aber nicht nur, sondern wir sprechen hier auch so ein bisschen über Produkte, die ich mir neu gekauft habe, weil oft sammelt sich oder muss sich erstmal ein bisschen was zusammensammeln und das wird hier so ein Sammellager sozusagen für Routinen, für neue Produkte. Wir werden einfach über Skincare sprechen. Und ich habe ein bisschen was mitgebracht. Das sind alte Bekannte, aber es sind eben auch Produkte dabei, die ich noch nicht vorgestellt habe. Und Einzelprodukte, das werden wir in Zukunft so machen. Ihr schreibt mir unter diese Videos, wenn ihr an Reviews zu einzelnen Produkten interessiert seid. Also wenn ihr jetzt ein Produkt seht und meint, du Coco, ich würde mich interessieren für ein Produkt, für eine Produktreview von dem Produkt, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Und jeder, der diesen Kommentar dann auch sieht, der gibt einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, ich muss über dieses Produkt halt einfach eine Review machen. Aber so generell sind meine Zuschauer eher an so einer zusammengefassten Version interessiert. Und wie schon gesagt, ich habe das jetzt in der Routine aufgebaut, weil ihr oft halt eben auch an der Reihenfolge interessiert seid, also wie man vorgeht. Und ich habe euch eine Abendroutine, also ohne Sonnenschutz. Am Abend trägt man ja keinen Sonnenschutz auf. Und abends verwende ich generell Öl. Ich verwende Öl auch morgens, aber so vom Gefühl her, gerade wenn es noch warm ist, ist morgens bei mir das Waschgel irgendwie ein bisschen cooler, muss ich wirklich sagen. Ich bin tatsächlich hergegangen und habe das Balea Med mir wieder gekauft und am Abend halt das Öl. Und mit dem Öl kannst du halt wunderbar den Sonnenschutz, den du auf dem Gesicht ja noch hast, das bildet ja so einen Film, kannst du den wunderbar lösen. Vor allem, wenn du jetzt irgendwie Make-up trägst oder so, dann ist das auch eine tolle Sache. Und das hier ist halt das Öl von Isana. Das ist inzwischen ohne Duftstoffe. Ich wechsle da immer wieder ab. Ich habe das ohne Duftstoffe noch gar nicht ausprobiert. Hier ist auch nicht mehr arg viel drin. Ich weiß halt nur, dass ich bei dem von Isana einfach mehr brauche. Da brauche ich so 7 Pumper. Weil das von Balea ist ein bisschen dicker, habe ich das Gefühl. Aber nagelt mich da nicht fest. Das ist auf jeden Fall die allermildeste Variante, wie du dein Gesicht wäschst. Früher war in diesen Produkten Mikroplastik enthalten oder halt Flüssigplastik. Das ist inzwischen nicht mehr so. Und vor allem ist Isana hergegangen und hat den blöden Duftstoff rausgelassen. Das hat mich immer aufgeregt. Das hat mich irgendwie immer an Pets Himbeer erinnert. Und wenn jemand halt wirklich keine Duftstoffe verträgt, dann verträgt er das hier eben auch nicht. Und deswegen sind sie halt eben hergegangen und haben den Duftstoff aus dem Produkt rausgemacht. Bei meinem nächsten Rossmann-Besuch werde ich auf jeden Fall das Produkt mitnehmen. Aber ich habe halt keinen Rossmann vor Ort. Und diese Öle, ob Balea oder jetzt Isana, ich glaube, das von Isana ist ein bisschen günstiger. Ich habe jetzt keinen Preis im Kopf. Ich habe euch aber auf jeden Fall eingeblendet, was es kostet. Es hat wirklich, Reinigung muss nicht teuer sein. Das muss definitiv nicht teuer sein. Da kann man wirklich dran sparen. Und das sollte halt wirklich so was in der Routine darstellen. Es muss gut reinigen, es muss mild sein. Und da gibt es halt eben in der Drogerie Möglichkeiten, wie man es wirklich günstig machen kann. Nach dem Reinigern Toner. Du kannst dir das am allerbesten merken, wenn du Produkte layern möchtest. Du fängst mit einem wässrigen Produkt an. Je öliger dein Produkt wird, abgesehen von der Reinigung, das zählt erstmal nicht dazu. Weil wenn du mit Öl reinigst,
ist es natürlich ölig, aber je öliger dein Produkt wird, desto weiter kannst du es nach hinten ansiedeln. Also wir fangen mit was Flüssigem an und das ist der Toner von Isana Pure und der ist echt gut. Aber ich muss dazu wirklich sagen, der brennt, wenn du ja leicht offene Stellen habt und die habe ich halt immer wieder, weil ich halt auch so eine Skin-Pickerin bin und es halt einfach nicht sein lassen kann. Und da habe ich halt echt gemerkt, an so Stellen brennt es halt schon, weil es ist halt Niacinamid drin. Aber ich mag das Zeug wirklich. Ich mag es wirklich gerne. Also ich habe es noch nicht sonderlich lange. Man sieht, es fehlt noch nicht so wirklich viel, ne? Hier. Aber es ist halt in Dauergebrauch. Also ich nehme es morgens wie abends und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Denn ich liebe das. Also ich mag das, wenn ich mir morgens so eine Feuchtigkeitskick auf das Gesicht gebe. Das kann ein Aloe-Spray sein. Kolibri hat ja so ein Aloe-Spray beispielsweise. Das würde mich irgendwie auch interessieren. Das kann aber auch irgendwie in Gel sein, also so ein Feuchtigkeitsgel oder so. Das muss nicht notgedrungen Toner sein, aber der ist halt wirklich, weil er hat mich interessiert und dann habe ich mir ihn auch geholt. Für kleines Geld wieder, da kannst du wirklich nichts sagen. Und diese Pure-Reihe, die ist echt nicht schlecht, ne? Also sie geht immer so ein bisschen unter, finde ich. Und jetzt kam mal wieder ein neues Produkt aus der Pure-Reihe. Denn Rossmann, finde ich, muss ich ehrlich sagen, hat richtig, richtig, richtig gute Produkte, was Skincare betrifft. Da kann halt Balea nicht wirklich mithalten, obwohl das immer so ein bisschen gleich auf ist. Entweder hat dann Rossmann die Nase vorn und dann zieht DM wieder nach. Man merkt es richtig, dass da so ein bisschen so ein kleiner Wettstreit ist. Auf jeden Fall, der Toner ist wirklich super. Und man bekommt ihn leicht her. Es gibt ihn bei Rossmann und kosten total halt eben auch nicht viel. Und wie schon erwähnt, ich lieb's nach der Reinigung halt eben so einen Toner draufpacken. Man sagt vom Toner immer so ein bisschen, ist nicht notwendig, aber ich finde, das ist so ein Schritt, der für mich schon notwendig ist, weil alles andere, was ich dann danach auftrage, geht halt ein bisschen besser in die Haut rein. Niacinamid ist inzwischen ein Inhaltsstoff, der hat sich in der Drogerie wirklich fest angesiedelt. Vorher hast du wirklich suchen müssen, jetzt gibt es etliche Produkte. Und das ist zwar das von Leon, das Niacinamid, würde ich mir so aber nicht mehr nachkaufen. Ich hatte damals eine Review dazu gemacht. Da ist ein Inhaltsstoff drin, der schwer abbaubar ist im Wasser. Wir dürfen diesen Blick in die Richtung einfach nicht vergessen. Wir haben Klimaprobleme, wir haben aber auch eben Wasserprobleme. Und wenn wir halt weiter schön Stoffe ins Wasser geben, die halt schlecht abbaubar sind, muss einfach nicht sein. Also fand ich in der Hinsicht echt schade und hätte ich nicht gedacht, dass das bei Kolibri vorkommt. Aber ist halt in dem Fall so. Nichtsdestotrotz ist es ein gutes Produkt. Es hält abartig lange, ne? Also wenn ihr so jemand seid, der so ein bisschen rumprobiert wie ich, dann habt ihr echt ewig davon. Ich versuche es im Moment wirklich primär leer zu machen, weil ich den Platz halt einfach auch brauche. Ich habe nicht allzu viel Platz im Bad. Man will halt doch ein bisschen auch rumprobieren. Nachkaufprodukt ist es auf keinen Fall für mich. Und ja, ich habe, glaube ich, alles gesagt. So, jetzt haben wir das erste Produkt, was ein bisschen fettiger ist. Es ist milchiger. Und zwar ist es das Lumicare Serum von Face Theory. Das ist jetzt schon ein bisschen teurer. Ne? Also man muss seine Skincare nicht teuer aufbauen. Aber wenn man so ein kleines Highlight in der Skincare hat, dann ist das echt sein Geld wert. Und das ist leider schon fast leer. Ich habe auf der Homepage gerade gesehen, das gibt es erst wieder Ende August, kann man das nachbestellen. Was ich an den Face Theory Sachen oft bemerke, ist, dass die Schilder halt einfach echt angriffslustig sind. Also das hat lauter Kratzer, wie ihr in der Nahaufnahme einfach sehen könnt, was echt schade ist. Aber das ist halt das allerkleinste Problem in dem Fall. Also das ist ein Produkt, ich habe noch nie so eine Konsistenz erlebt bis dahin. Also ich habe noch so ein zweites Serum von Face Theory mit Retinol, Retinyl,
werde ich auch noch auf jeden Fall irgendwann vorstellen. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Es ist kein reines Retinol, das weiß ich auf jeden Fall. Und das hat genau die gleiche Konsistenz. Das ist so, das geht so unwahrscheinlich schnell in die Haut rein. So was habe ich noch nie erlebt. Also es ist auch immer so ein bisschen Hauttypsache, wie eine Creme funktioniert bei dir oder wie ein Serum bei dir funktioniert. Was bei mir funktioniert, muss bei dir nicht funktionieren. Aber das funktioniert bei mir. Das ist echt der Hammer. Ne? Zumal Azelensäure bei mir jetzt nicht notgedrungen, das brauche ich nicht in meiner Pflege. Ne? Also das ist wirklich ein Stoff, der muss nicht sein, der ist aber etabliert, wenn du zu Akne neigst. Dann ist Azelensäure das A und O. Also wenn du richtige Akne hast, dann solltest du auf jeden Fall zu einem Hautarzt gehen. Verstehe mich da nicht falsch, aber wenn du so ein bisschen zu Pickeln neigst, gerade wenn du Periode, Zyklus etc., dann ist Azelensäure das A und O und dieses Produkt ist echt der Hammer. Also ich kann über die Wirkung von solchen Produkten leider nicht viel sagen, weil bei mir Azelensäure einfach nichts anrichtet, ne? Weil ich habe zwar eine unruhige Hautoberfläche, aber selten mal einen Pickel. Und von dem her kann ich da nicht so viel sagen, weil es eben Pickelbakterien auf der Haut abtötet. Und wenn du generell so ein bisschen dazu neigst, dann wäre das, glaube ich, eine richtig gute Sache. Und vor allem, wie gesagt, das zieht ein, das Serum, das ist einfach der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Aber sei dir wirklich gesagt, wenn du nicht zu Pickeln neigst, brauchst du auch keine Azelensäure, dann ist dieser Schritt oder dieses Serum nicht notwendig. Aber ich habe, wie gesagt, noch nie so eine Formulierung erlebt. Noch nie wirklich bis zu dem Zeitpunkt. Bis zu diesem Retinol, nennen wir es mal Retinol Pro Serum. Also es ist auch ein bisschen was Besseres. Bis zu diesem Retinol Serum habe ich es bis dato noch nie erlebt. Und das sind halt die zwei Serien, die so eine ganz, 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 ganz tolle Formulierung haben. Das ist Wahnsinn. Letzter Schritt muss die Creme sein. Ihr könnt noch so viel Feuchtigkeit auftragen. Wenn ihr danach keine Creme auftragt, bringen die Schritte davor nicht wirklich viel. Also immer versiegeln mit einer Creme. Jetzt habe ich die Cica-Creme von Balea. Das ist auch wieder ein Inhaltsstoff, der gut bei Akne ist oder wenn du halt eben zu Pickeln neigst. Ich wollte die unbedingt ausprobieren. Normalerweise, ich bin ein ultra großer Fan von der Urea-Creme von der Reihe. Die liebe ich. Wenn diese Urea-Creme noch Ceramide drin hätte, boah, dann wäre es die perfekte Creme. Dann wäre es die perfekte Creme. Aber ich wollte erstmal jetzt das neue Produkt ausprobieren, um auch so ein bisschen mitreden zu können, was die so kann. Die hat so eine leichtere Konsistenz, so eine wässrigere Konsistenz. Man kann sie ohne weiteres tagsüber auftragen. Und meine Haut hat aber Probleme mit so wässrigen Konsistenzen. Also ich kann es mir echt nicht erklären. Ich kann es auch nicht an Inhaltsstoffen festmachen. Ich habe beispielsweise mit den Cremes von Colibri Probleme gehabt. Ich habe mit den Cremes von No Probleme gehabt. Sobald die Haut ein bisschen feuchter ist, kriege ich die Creme nicht in die Haut rein. Also dann muss ich schon ein bisschen Zeit aufwenden und das einmassieren. Dann ist die dann aber auch in der Haut drin und wirkt dann wie eine Versiegelung. Das ist echt schön. Bei der jetzt nicht so, das kann die bei mir nicht erfüllen. Da ist die Urea-Creme ein bisschen besser für meinen Hauttyp, aber für Menschen wie dich eventuell, die so ein bisschen ja, zu Pickeln neigen oder so, ist es eine tolle Sache. Denn Cica ist da wirklich ein richtig guter Inhaltsstoff. Und ich finde es ganz interessant, dass eben das jetzt in dieser Balea Med Ultra Sensitive Reihe, jetzt haben wir es, dass es da jetzt so eine Creme gibt. Also dass sie da einfach auch nachgezogen haben. Also da immer so ein bisschen auch ein Auge drauf halten. Die Produkte werden ja immer so ein bisschen optimiert und so sind auch die einzelnen Gesichtsfässerchen optimiert worden aus der Reihe, habe ich gesehen. Also immer wenn sie die Flaschen ändern und das Outfit von den Produkten ändern, dann kann man davon ausgehen, dass ein bisschen was vom Produkt her auch anders ist. Die kann ich wirklich empfehlen, es ist aber nicht so hundertprozentig ideal für meinen Hauttyp und wenn jemand eher zu trockener Haut neigt, der wird nicht glücklich damit, denn sie ist super leicht. Sie ist wirklich, wirklich super leicht.
Aber vielleicht probierst du sie mal, wenn du eher so jemand bist, der zu fettiger Haut neigt und eher da eben Feuchtigkeit drauf haben möchte. Denn auch bei fettiger Haut musst du deine Haut eincremen. Das ist wirklich wichtig. Und da ist das wirklich eine gute Sache. Schau sie dir mal an, die kostet um die 4 Euro, ist eben nicht die Welt. Gib diesem Video einen Daumen nach oben oder auch diesem Format, also dieser Zusammenfassung. Wir werden es zukünftig tatsächlich so machen, dass wenn es mal ein paar interessante Produkte gibt und ihr das so ein bisschen auch zusammengesammelt habt in den Kommentaren, dann können wir auch echt mal irgendwie so eine Projektwoche machen, wo ich dann sage, dass ich entweder jeden Tag Videos hochlade, also einzelne Reviews, oder dass ich mal ein paar Produkte zusammenfasse und darüber Reviews mache. Aber in Zukunft wird es halt einfach so sein, dass ich nicht nur einmal über ein Produkt rede, sondern echt in diesem Format halt immer wieder mal. Ne? Also, dass ihr auch die Meinung mitbekommt, wie die Beziehung zu dem Produkt jetzt ist. Weil es ist oftmals so, was man am Anfang richtig cool findet, 4 Wochen später sieht man das oft dann nicht mehr so, weil sich die Haut dann dran gewöhnt hat. Dann ist es irgendwie eine Routine geworden. Vielleicht ist auch so die Beziehung zu dem Produkt so ein bisschen schlechter geworden. Das gibt es ja auch alles, kommt ja auch alles mal vor. Und da finde ich das ganz gut, wenn man das alles an einem Ort hat. Ich sag danke fürs Einschalten, ne? Und ihr unterstützt das Format mit einem Daumen nach oben und mit einem Kommentar. Ich würde mich unwahrscheinlich freuen. Ich sag danke fürs Einschalten. Däumchen nicht vergessen und auf jeden Fall den Kommentar nicht vergessen. So unterstützt du mich, so unterstützt du meinen Kanal. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.